Ach, der ist ja sogar handzahm. Und hier noch das Schaf Dolly. Tag. Oh, nicht die DJI Osmo kaputt machen. Ja, servus Leute. Ich bin momentan auf dem Dreher Erlebnishof und das ist ein ganz besonderer Hof, denn hier wird Strom für 1000 Haushalte insgesamt übers Jahr gesehen produziert, natürlich auch 100% autark über Biogas, Photovoltaikanlage, Akku, Ladestation für Autos. Das will ich mir heute mal alles anschauen. Und der Tobias, der ist hier derjenige, der ja den Hut auf hat und der wird mir das heute alles mal zeigen. Ja, Tobias, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was genau machst du hier? Genau, ich bin der Tobias Dreher aus Lambertsweiler, im schönen Oberschwabe, in Baden-Württemberg. Und wir haben hier eigentlich ja eine ganz normale Landwirtschaft mit Kühe, Felder. Und wir betreiben zusätzlich eine Biogasanlage. Und es gibt Ferienwohnungen hier auf dem Hof. Man kann hier Urlaub machen. Okay, und es gibt ja auch eine Besonderheit, was jetzt den Hof an sich angeht. Also neben Urlaub auf dem Bauernhof bietet ihr ja an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr produziert auch für viele Haushalte Strom. Was genau hast du da für Energiequellen insgesamt, die du betreibst? Genau, wir bewirtschaften über 200 Hektar Fläche und haben 120 Kühe. Und die Gülle von den Kühen, die geht in eine Biogasanlage. Zusätzlich kommt noch ein bisschen Mais, Gras, Mist, organische Stoffe mit dazu. Und da produzieren wir 420 Kilowatt pro Stunde. Und dieser Strom Wahnsinn. Geht ins Netz und die Abwärme von den Blockheizkraftwärmen, die geht ins Dorf. 80 Haushalte heizen wir da damit. Okay, und dann habt ihr noch PV-Anlagen? PV mittlerweile auch über 400 kW installiert. Und 135 kW davon sind Eigenstromanlage. Den Strom verbrauchen wir tatsächlich zu knapp 100%. Und da ist ein Speicher mit installiert mit 80 Kilowattstunden. Und so dass man den Strom, es reicht natürlich nicht die ganze Nacht, den müsste man noch größer machen, aber es läuft recht gut. Okay, und dann gucken wir uns jetzt die einzelnen Energiestationen, wenn ich es mal so nennen will, einfach jetzt mal an. Ja, und um jetzt Strom von 1000 Haushalten zu produzieren, braucht es ja auch gewisse Grundvoraussetzungen. Wo sind wir denn jetzt gerade hier? Ja, das ist der Kuhstall. Hier sind Kühe drin und das sind Milchkühe. Die geben Milch und der Mist von den Kühen, das geht direkt in die Biogasanlage. Und da wird das, das ist eine Fermentation, eine Vergärung und das Gas, das dort entsteht, das Biogas, wird über Blockheizkraftwerke zu Strom und Wärme. Okay, also mit anderen Worten, das ist erstmal das Grundprodukt, die, kann man sagen, die Scheiße der Kühe, um es salopp zu formulieren, die für das, für die Biogasanlage die Grundvoraussetzung ist. Genau, das ist das Schöne, es kommt rein in die Anlage, wir machen Strom und Wärme draus und es kommt als Dünger wieder zurück. Und dann können wir das, das ist ein Kreislauf, wir bringen das auf die Felder wieder aus als Dünger. Und ihr habt ja, hier unten habt ihr auch ein großes Lager. Ist das für die... Genau, das ist unser Endlager. Kein Atomendlager, sondern tatsächlich ein Güllelager. Es wird zwischengelagert, das ist nicht wirklich ein Endlager, sondern ein Zwischenlager. In der vegetationsfreien Zeit, also in den Wintermonaten, ist es ja Quatsch, Gülle zu fahren. Deshalb brauchen wir große Lagerkapazität, dass wir dann, wenn die Vegetation beginnt, im März das so lang lagern können. Okay, und es ist aber jetzt nicht nur die Kacke von den Kühen, die zu entsprechend Biogas verarbeitet wird, sondern ihr mischt da noch was bei. Wie genau funktioniert das? Klar, das ist um die 40% entsteht das Gas aus der Kuhgülle und es kommt noch Misch dazu und Mais, Grassilage und so weiter. Also wir bauen nachwachsende Rohstoffe an. Mais, es gibt auch noch andere Wildpflanzen, Silvipflanzen. Wir haben eine ganz bunte Fruchtfolge, ja. Okay, und jetzt hat ja Mais so ein bisschen ein schlechtes Image, ne? Als Pflanze, die sehr viel angepflanzt wird und die dann auch halt zu Biogas verarbeitet wird. Du hast mir aber einen interessanten Fakt über die Flächen erzählt, die Landwirtschaft in Deutschland. Willst du das gerade nochmal kurz erklären, warum Mais eigentlich eine super Pflanze dafür ist? Ja. Keine Ahnung, warum Mais so ein schlechtes Image hat. Das ist eine ganz tolle Pflanze, die gibt es schon seit 5000 Jahren, die ist auf der ganzen Welt verbreitet. Mais bringt wahnsinnig viel Energie pro Hektar und Mais holt CO2 aus der Luft. Das ist eine C4-Pflanze.
Und der Mais ist nicht gentechnisch verändert, was Willi meint. Das ist tatsächlich so eine tolle Pflanze, die wächst mit der Sonne so groß. Die wird weniger gedüngt als andere Getreidearten. Man muss tatsächlich ganz wenig Aufwand betreiben. Man braucht keinen Pflanzenschutz, so gut wie keiner. Man braucht keine Insektizide, man braucht keine Herbizide. Also das ist wirklich, wirklich richtig einfach zum Anbauen. Und das ist eine Pflanze, die hier in der Region auch gut wächst. Man kann sie verwenden als Viehfutter, man kann sie verwenden als Biogasanlage. Und sie kommt wieder zurück. Sie geht erst durch den Kuchenmager, dann geht sie durch die Biogasanlage oder direkt in die Biogasanlage und das Substrat, was dann wirklich ideal ist für die Felder wieder als Dünger. Es riecht nicht, stinkt nicht, es ist tatsächlich komplett vergoren und es ist super pflanzenverfügbar. Und jetzt die Frage nach der Flächennutzung für diese Maiserzeugung, die dann im Biogas, also der Mais, der dann im Biogas landet, das ist ja auch so ein bisschen was die Zuschauer immer mal hinterfragen. Wie sieht das mit der Fläche aus? Ist die vorhanden in Deutschland, um das dafür zu nutzen? Wir haben Fläche im Überfluss. Wir haben von allen Produkten, Lebensmitteln eine Überproduktion. Das ist ja so das Problem, dass die Preise in der Landwirtschaft oft schlecht sind. Und das Problem ist tatsächlich, dass unsere Überproduktion, nicht nur von Deutschland, in der ganzen EU gibt es eine Überproduktion. Das wird von der EU subventioniert. Milliarden werden ausgegeben, damit es billig zu Weltmarktpreisen in Drittländer kommt. Und dort machen wir den Markt kaputt. Unsere Überproduktion ist tatsächlich schuld, dass in Drittländern keine Landwirtschaft entsteht, weil wir so billig hier das Zeug auf den Markt schmeißen. Deshalb ist es sinnvoll, unsere Fläche zu Energie zu machen, weil das braucht jeder. Strom ist tatsächlich mittlerweile ein Lebensmittel. Ohne Strom geht nichts. Und du willst also auch sagen, die Fläche ist in Deutschland vorhanden, um die Produktion von Lebensmitteln und die Produktion von jetzt zum Beispiel Mais zur Energieerzeugung problemlos zu gewährleisten. Genau, das ist gar kein Problem. Man könnte da noch viel mehr machen. Das ist richtig sinnvoll, das ist regional. Man muss den Strom nicht transportieren von Ost- oder Nordsee, wo die Windpark steht. Man kann den Strom dort machen, wo man braucht, dezentral produzieren. Die Wertschöpfung bleibt im Land. Ich als Biogaslandwirt hoffe, dass ich damit Geld verdiene. Und dann bleibt die Wertschöpfung im Land. Wir müssen nicht für Öl irgendwo ins Ausland das Geld ausgeben. Wir produzieren unsere Energie selber. Okay, Tobias, jetzt stehen wir hier vor dem Biogas-Silo. Ich nehme an, so nennt man das ungefähr. Was genau passiert hier jetzt in diesem aufgeblasenen, mit der Membran im Hintergrund? Genau, das ist der Fermenter. Da kommt alles rein. Da ist ein Rührwerk drin, da ist eine Heizung drin. Und da ist eine Biologie drin und die zersetzt alles, was reinkommt. Und dann entsteht das Biogas. In dem Biogas sind irgendwo 2-3-50% Methan. Und das reicht aus, dass die Blockheizkraftwerke da damit arbeiten können. Okay, jetzt haben wir im Hintergrund auch ein bisschen Geräusch, ne, von der Biogasanlage, also von den Motoren. Was genau betreibst du da für Motoren und wie viel Leistung haben die insgesamt? Genau, das sind zwei Blockheizkraftwerke, ja, zwei Scania-Motoren. Das sind eigentlich tatsächlich umgebaute LKW-Dieselmotoren, die über die Ansaugluft jetzt das Biogas bekommen. Und das sind insgesamt 420 kW pro Stunde. Okay, und damit versorgst du, wie du ja schon gesagt hast, 1000 Haushalte durchgehend auch mit Strom? Genau, das ist so, das ist... umgerechnet, also 420 kW pro Stunde, das mal 8700 Stunden, 8760, es gibt mal Wartungsarbeiter und so weiter. Das gibt ungefähr 3,5 Millionen Kilowatt, was wir pro Jahr produzieren. Wenn ich einen normalen Haushalt rechne mit 3500, jetzt ist einfach zum Rechner Kilowatt Verbrauch pro Jahr, dann komme ich auf 1000 Haushalte. Ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Genau, und wenn man das jetzt in Zukunft, wenn jeder ein Elektroauto hat und vielleicht ein bisschen mehr Strom braucht, dann sind es keine 1000 Haushalte mehr. Aber das Ziel ist dann vielleicht auch doch, dass die Leute, es gibt jetzt schon Systeme, virtuell den Strom bei mir kaufen können, sagen, okay, ich will vom Bauer Dreher den Strom und den Strom daheim verbrauchen und aber auch im Auto verbrauchen und auch wenn die in einer Ladestation außerhalb im Urlaub tanken, dass die tatsächlich den Strom vom Dreherhof bekommen. Die Internetseite davon, die blende ich hier unten auch mal ein, weil das ist mir auch schon bekannt. Das ist zwar noch ein kleines Projekt, aber vielleicht wird das mal richtig groß und man kann sich dann wirklich den Produzenten selbst raussuchen. Das finde ich, dass das eine tolle Sache ist, weil die EEG-Vergütung läuft irgendwann aus und das ist, finde ich, eine Chance für die Landwirtschaft, für die Biogasbranche und auch Photovoltaik.
Ja, jetzt kannst du aber auch den Strom, der hier produziert wird, ja, das haben wir schon festgestellt, sowieso nicht selbst verbrauchen. Aber was machst du denn über Nacht, wenn du für deinen Eigenbedarf den Strom praktisch haben möchtest, den du tagsüber produzierst? Genau, wir haben über 400 kW Photovoltaik auf unsere Dächer. Die erste Anlage ist seit 2002, 2004 eine große Anlage. Und die letzten Anlagen, die wir gebaut haben, 2012 angefangen, das sind insgesamt 135 kW, die sind reine Eigenstromanlage. Den Strom verbrauchen wir selber. Und seit letztes Jahr haben wir einen Speicher mit 80 Kilowattstunden. Und das reicht uns so die halbe Nacht. Okay, dann gucken wir uns den jetzt auch nochmal an. Okay, Tobias, dann haben wir jetzt hier die Batterie, die ist ja riesig. Willst du was darüber nochmal sagen? Ja, genau, das ist der Industriespeicher. Das ist ein Landwirtschafts- und Industriespeicher mit 80 Kilowattstunden Kapazität. Und können wir kurz aufmachen, dass man sich das mal anguckt. So sieht es aus von innen. Das ist wahrscheinlich auch modular und individuell aufrüstbar. Genau. Und man kann den wahrscheinlich auch kleiner gestalten. Kleiner oder größer. Ja, einfach hast du noch frei, ne? Ich habe da tatsächlich vor, eventuell nochmal eine Kiste herzustellen. Mal gucken, was die Preise machen in Zukunft. War jetzt nicht ganz billig, diese Geschichte. Aber ich habe eine Förderung bekommen von 30% und macht es natürlich nochmal interessanter und es rechnet sich irgendwann. Okay. Und wie viele Stunden kannst du damit deinen Betrieb nachts versorgen? Ja, unser Betrieb braucht tatsächlich 20 Kilowatt pro Stunde. Das heißt, wenn die Sonne untergegangen ist, geht es noch 4 Stunden. Dann ist er leer. Ja, das ist natürlich auch von der Akkugröße jetzt nichts, was ein normaler Haushalt sich installieren würde. Da reden wir ja meistens von vielleicht 5 bis 10 Kilowattstunden. Ich war jetzt gerade bei einem PV-Solarinstallateur, also auch ein Elektromeister, der hat sich bei sich im Keller jetzt von BYD einen 22 Kilowattstunden Speicher eingebaut mit einem Fronius Gen 24 Plus Wechselrichter. Und das ist, denke ich, auch schon eine richtig ordentliche Größe für einen Privathaushalt. Ja, ja. Das lohnt sich dann auch nur in Kombination mit einer Wärmepumpe. Aber hier halt, weil ihr so einen extrem hohen Elektroauto und Elektroauto. Ja. Ja, ja, genau. Da gibst du mir ja schon den Wink, dass wir uns jetzt die nächste Attraktion deines Hofes direkt auch nochmal anschauen. Okay, gerne. Jetzt haben wir hier eine Verteilung. Was genau kommt denn hier an und was geht raus, Tobias? Ja, genau. Hier kommt durch das dicke Kabel kommt der Strom direkt von der Biogasanlage. Und da sieht man ja mal, das sind 150 kW, was da durchgehen. So dick wie meine Oberschenkel fast, ein bisschen übertrieben, aber schon ordentlich. Es wird dann hier aufgeteilt in 4 Adern und da geht es dann rüber zur Ladestation. Und wir haben das eigentlich alles schon vorbereitet, dass wir tatsächlich diese Leistung auch verdoppeln können. Wir sind ja in der Lage, auch eine 300 kW oder eine 400 kW Ladestation. Wollt ihr dann? Zum Beispiel 350 kW Ladestation. Also wir haben ja die Leistung vorhanden. Also wollt ihr eventuell noch eine weitere Station aufbauen, wenn sie erforderlich ist, oder die Leistung von der vorhandenen steigern? Oder eine stärkere, eine, die mehr Leistung hat, verbauen? Wenn ihr jetzt in Zukunft alle Elektroautos kauft, dann rüste ich hier auf, kein Problem. Okay, also dann gibt es eine weitere Ladestation wahrscheinlich. Ja, okay, 150 kW ist auch schon ordentlich, das reicht eigentlich. Eine Ladestation, ich will ja irgendwann mal einen Ladepark. Ja. Okay, jetzt gucken wir uns aber erstmal den ersten Teil deines zukünftigen Ladeparks an. Okay. So, Tobias, jetzt stehen wir vor deiner eigenen HPC-Ladestation. Willst du dazu auch noch mal kurz was sagen? Was für eine Leistung haben wir hier? 150 kW und die kann bis 1000 Volt, also es kann tatsächlich die 400 Volt Liga kommen, es kann aber auch ein Porsche Taycan kommen mit 800 Volt, die kann variabel bis 1000. Volle, aber gut, ihr kriegt trotzdem 150 kW. 150, ne? Genau, ja. Und wie ist im Moment die Auslastung? Weil du bist ja hier schon, ja, ich will jetzt sagen, am Popo der Welt, aber man kann ihn von hier aus sehen. Wie ist die Auslastung im Moment? Da ist es bis jetzt noch ruhig. Es kommt tatsächlich nicht jeden Tag einer. Es wird jetzt mehr, wir merken es jetzt aus, es wird interessanter. Aber ich habe es gemacht, weil ich ja tatsächlich halt auch überzeugter Elektromobilist bin, selber Elektroautofahrer schon seit 2 Jahren. Und ich wollte es einfach beweisen, dass es auch auf dem Land geht, dass niemand sagen kann, ja, es gibt keine Lademöglichkeiten und so weiter. Und ich habe ja den Strom selber. Und ja. Das ist ja tatsächlich auch mein Interesse, den Strom direkt an den Mann zu kriegen. Diese Rechnung geht noch lange nicht auf. Das ist tatsächlich ein bisschen, ja. Ja, wenn jetzt jeden Tag jemand Liebe, kommt. Dann, Liebelei, ja. Und
Aber das Ding steht hier und ich bin zuversichtlich, dass es jetzt immer mehr angenommen wird und auch gebraucht wird. Und es kann ja auch ein Faktor für deinen Urlaub auf dem Bauernhof, ne, für die Urlaubsgäste, die du hast, vielleicht in Zukunft auch werden, dass du hier wirklich eine Schnellladestation anbieten kannst. Wobei, wenn die länger hier sind, reicht ja eigentlich auch eine Steckdose, um das Elektroauto vollzuladen. Ne? Genau, die Gäste sind natürlich herzlich willkommen, die mit dem Elektroauto kommen, die können hier schnell laden. Ich habe aber auch einen AC-Anschluss dran, den kann man auch hier langsam laden. Das geht natürlich auch. Die können auch gerne, es sind ja zwei Ladeplätze, die können auch gerne über Nacht stehen bleiben oder mit dem verlängerten Kabel darüber. Der kann AC eingesteckt haben, da geht trotzdem DC-Ladung, geht trotzdem. Okay, ja, geht beides parallel. So viel Saft haben wir drauf, ja. Okay. So, und jetzt habe ich hier das Schild beim letzten Mal hier laden gesehen. Was hat es denn damit auf sich, Tobias? Genau, wir haben ja eigentlich die Infrastruktur schon. Wir haben hier im Hintergrund unser Milchhäusle. Es ist 24 Stunden geöffnet. Da sind Automaten drin. Man kann hier einkaufen, man kann hier Kaffee trinken, man kann hier Eis essen. Und hier ums Eck gibt es auch eine Toilette. Also man kann Tag und Nacht hier laden. Und was auch nicht selbstverständlich ist, ich schwenke mal hoch. Hier hat man ein Dach über dem Kopf und das ist ja bei Ladestationen heute auch noch nicht selbstverständlich. Also man sieht, dass du hier wirklich den Elektroautofahrern auch was bieten willst, damit die auch die Ladepausen entsprechend genießen können. Genau, Dach mit Photovoltaik. Ja. So, und jetzt haben wir hier das besagte Milchhäusle. Und ist das nur für Elektroautofahrer oder wer darf sich da was holen aus dem Laden? Das gibt es schon länger, das gibt es schon seit 4 Jahren. Damals hatte man noch keine Ladestation und da kann man 24 Stunden kommen, jeder lauter gute Produkte, regionale Produkte, eigene Produkte und vor allem aber auch ganz leckere Sachen, Kaffee und Eis. Okay, Tobias, was haben wir denn da für ein Schätzchen stehen? Die meisten meiner Zuschauer werden es kennen, aber der ist auch relativ neu bei dir im Fuhrpark, ne? Ja, genau. Ich bin 2 Jahre jetzt Model S gefahren, ganz begeistert und der war jetzt tatsächlich zu klein. Wir haben vor 2 Wochen Nachwuchs bekommen, ich habe jetzt 4 Kinder und da ist das natürlich jetzt das Ideale. Jetzt ist ein 7-Sitzer und das Auto macht Spaß. Ja, und in Supercharger in der Nähe gibt es, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Also das einzige Schnellladegerät hier in der Gegend, das ist deine Ladestation, die hier unten steht. Braucht es ja eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich hier eine Wallbox. Wenn die Sonne scheint, stecke ich das Auto ein. Ja, das ist der Strom von der Sonne. Voll ausgestattet, auch sehr schickes Model X 100D. Und man hört auch im Hintergrund die Familien. Und da kommt auch schon die erste vorbei. Die kühlen wir natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich da trauen soll, mitzufahren, aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Auf geht's. Oh! Doch, das Ding geht gut ab. So, und das ist also eins der Blockhäuser, die ihr für Urlauber anbietet, ne? Ja. Wie viele habt ihr davon? Wir haben 3 Blockhäuser und insgesamt aber 11 Wohnungen. Und das Besondere an den Blockhäusern ist, ja, man hat nicht die Wohnung, man hat ein komplett eigenes Haus. Und es sind 5 Betten drin, Familie mit 2 oder 3 Kindern, ideal. Okay, und du hast gesagt, normalerweise sieht man hier drüben auch die Alpen. Das ist im Moment leider nicht der Fall, ist zu diesig. Aber wir blenden hier nochmal ein Foto ein, damit man sieht, wie das an einem klaren Tag ausgesehen hat. Ne? Ja, das kriegst du eins. Und dann habt ihr hier auch noch entsprechend Urlaub auf dem Bauernhof mäßig, auch noch Tiere und ähnliches. Was können die Kinder sich da alles angucken? Ja, wir haben ein kompletter Streichelzoo, Ziege, Hase, Ponys, Esel, Enter und die können da überall rein, die Tiere sind alle zahm. Natürlich im Stall, Kälber, Kühe, Katze, so was alles auf dem Bauernhof ist. Und es gibt auch Ponyreiter, jeden Tag Ponyreiter, das ist natürlich das Highlight für die Kinder. Ja. Wir haben ein großer Streichelzoo mit allem Möglichen, gerade für Kinder, die Tiere sind alle zahm, die sind zutraulich, das Ponyreiter findet regelmäßig statt und das ist auch ein Grund, dass wir tatsächlich wieder Ferienhof des Jahres geworden sind, ausgezeichnet von der DLG. Das ist eine große Ehre, die Auszeichnung zu kriegen und da sind wir stolz drauf. Ich glaube, das war ein zustimmendes Jahr, wenn ich das richtig gedeutet habe und ich glaube, der Esel hat mich als Artgenossen erkannt und noch einer. Genau. Ja, also es ist wirklich wie Dr. Doolittle.
Ihr habt hier einen Rothirsch. Ach, der ist ja sogar handsam. Und hier noch das Schaf Dolly. Tach. Oh, nicht die DJI Osmo kaputt machen. Okay, also da Familie, Urlaub auf dem Bauernhof für Familien, glaube ich, ist echt ideal. Also es ist rundherum ein Konzept, was mich überzeugt, muss ich ehrlich sagen, Tobias. Ich bin voll begeistert, was ihr hier auf die Beine stellt und dass ihr so viel Autarkie praktisch schon bekommen habt. Ihr versorgt 80 Haushalte mit Wärme über das Blockheizkraftwerk im Winter, bis zu 1000 Haushalte mit Strom, so grob gerechnet. Es ist ein geschlossener Kreislauf und du hast ja auch schon gesagt, Mais ist gar nicht so zu kritisieren, wie das oftmals in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ich danke dir, dass du mir einen Einblick in euren Hof gegeben hast. Und ich komme auf jeden Fall wieder vorbei, wenn dann dein Ladepark steht, weil dann machen wir das nächste Video darüber. Okay. Vielen Dank, dass du es mir gezeigt hast. Dankeschön, gerne.